Viele von euch hat mein Physiotherapieprogramm interessiert, was unter anderem das Dehnen der belasteten Strukturen beim Bergsteigen beinhaltet, aber auch das Stärken der Antagonisten, also der Gegenspielermuskulatur, die beim Bergsteigen besonders gebraucht wird. Also schauen wir uns das heute mal genauer an. So, jetzt sind wir hier soweit und schauen uns jetzt mal die Kräftigungsübungen an und danach zeige ich euch auch noch die Dehnübungen. Im Prinzip brauchen wir für alle Übungen maximal zwei Gegenstände. Für die meisten brauchen wir aber weniger. Und zwar ist es einmal so ein Terraband und dann brauchen wir noch einmal entweder eine Kurzhantel. Das Ganze kann man aber auch mit einer Langhantel machen. Man kann es auch mit den Scheiben alleine machen, man kann es auch mit einem Kettlebell machen. Es ist eigentlich vollkommen egal, was man nimmt. Irgendwas, was schön schwer ist. Und dann brauchen wir, da brauchen wir eigentlich drei Sachen. Aber ich glaube, das dritte hat wirklich jeder. So einen Tisch, Esstisch, was auch immer, oder die Bettkante oder irgendwas, wo wir dann das Terraband, also dieses Resistance Band, vernünftig drum wickeln können. Das ist hier von Black Roll, das kann man auch von irgendeinem anderen Hersteller kaufen, ist eigentlich vollkommen egal. Damit fangen wir gleich mal die erste Übung an, und zwar ist das eine Halteübung. Generell ist es so, dass die meisten physiotherapeutisch betrachtet, die meisten Übungen, die quasi für eine stabile Reha sorgen sollen, immer auf Halten und nicht auf Explosivkraft oder so aus sind. Dafür binden wir jetzt erstmal um die Tischkante dieses tolle Terraband und steigen dann mit beiden Beinen hinein. Das ist wirklich die einsteigerfreundlichste Physiotherapieübung, die es jetzt gibt. Wofür mache ich das? Ich gehe hier so weit zurück, dass das Band auf Spannung kommt, denn dann zieht mich das Band so ein bisschen nach vor. Jetzt gehen wir in die Knie und versuchen, diese Position zu halten. Wer hier vorne Schmerzen kriegt, also hier am Sehnenansatz, der sollte einfach nur etwas weniger in die Beuge gehen. Je weiter ich in die Beuge gehe, desto anstrengender wird es hier für die Sehnen und für die Muskulatur und für den Quadrizeps. Das alles macht es natürlich anstrengender, weil ich die Belastung immer weiter auf die Spitze nach vorne bringe. Und wenn ich hier stehe, dann liegt der Schwerpunkt deutlich weiter über den Beinen und dann habe ich natürlich auch die knöcherne Unterstützung und nicht nur die Muskeln, die hier arbeiten müssen. Aber wir gehen jetzt hier einfach schon mal ein bisschen tiefer in die Hocke, können die Arme, wir können ein bisschen winken. Was würde jetzt Jane Fonda machen? Man weiß es nicht. Und jetzt halten wir das Ganze für 10, 15 Sekunden, solange wir es eben halten können. Am besten nicht so machen, also nicht mit dem Schwerpunkt wieder über die Zehenspitzen kommen, sondern schön versuchen, aus der Ferse heraus zu stehen. Wenn wir jetzt hier nur auf den Fersen, auf den Zehenspitzen stehen würden, dann würden wir wieder die Belastung möglichst über den Fuß bringen und dann haben wir ja wieder keinen Muskeleffekt hier im Oberschenkel. Also schön in den Fersen stehen und halten. Diese Übung ist für die meisten Leute relativ einfach. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal eine etwas schwerere Variation. Für diese schwerere Variation steigen wir nur mit einem Bein in dieses Band rein. Übrigens, diese Bänder, die gibt es bei Amazon, die gibt es in den meisten Sportläden, auch von anderen Marken. Ich verlinke euch da was in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch sowas kaufen. Das kostet nicht die Welt, ich glaube 7, 8 Euro oder so. Und dann hat man das und das reißt auch nicht, also das habe ich jetzt schon ewig. Für die Variation, für die schwierige Variation, stellen wir uns nur mit einem Bein rein, das zweite Bein etwas weiter vor. Dadurch wird es natürlich kürzer, wir sind nicht mehr am Boden, sondern wir schweben in der Luft. Und dann gehen wir langsam mit einem Bein in die Hocke und das andere Bein stellen wir unterstützend daneben, entweder die Ferse oder die Zehenspitze, das ist egal, das macht in dem Fall nichts. Und das Bein, das in meinem Fall zum Beispiel verletzt ist, das kommt auf die Belastung drauf. Dann versuchen wir wieder so weit in die Hocke zu gehen, wie es geht und versuchen dann diese Position zu halten. Das Ganze kann man noch tiefer machen. Schön versuchen, wieder über der Ferse zu bleiben und nicht über die Zehenspitzen zu kommen. Je weiter ich hier mit dem Knie nach vorne gehe, desto einfacher wird es. Deswegen wollen wir möglichst weit hinten drin sitzen. Bevor wir mit dem Knie nach vorne kommen, reduzieren wir am besten die Beugung und stehen einfach ein bisschen aufrechter da, dann wird es wieder leichter. So wird es wieder schwerer. Und dann hält man diese Position wieder für 10, 15 Sekunden, bis es eben nicht mehr geht. Man spürt es hier im Oberschenkel, im kompletten vorderen Oberschenkel. Das ist eine richtig anstrengende Übung.
wenn ich es noch anstrengender machen will, kann ich natürlich das Bein, das unterstützende Bein nochmal weg, komplett weggeben. Dann habe ich überhaupt keine Unterstützung mehr. Und so kann man den Oberschenkel schon ziemlich zum Brennen bringen. Das ist eine tolle Übung und vor allen Dingen braucht man nicht viel. Man braucht so ein Band und man braucht ja, Tischkante oder Tischecke, Tischbein, Sesselbein, wenn irgendwer drauf sitzt oder so, funktioniert alles im Prinzip ganz gut. Schauen wir uns jetzt eine andere Übung an. Dafür brauchen wir ein Gewicht. Wir können es zuerst am Anfang auch ganz gänzlich ohne Gewicht machen. Ich werde jetzt als Pause für mein verletztes Knie, werde ich diese Übung jetzt mit dem anderen Knie zeigen. Im Prinzip solltet ihr sowieso alle Übungen immer beidseitig machen, damit ihr hier nicht einseitig werdet. Ihr nehmt die Hantel oder die Flasche oder was auch immer in die Hand, möglichst körpernahe oder Brust an die Brust, und versucht jetzt euch gerade hinzustellen und dann Spannung in den Fuß zu bringen, damit kein Senkfuß, Spreizfuß, was auch immer, also dass wir eine schöne Fußhaltung haben, und dann versuchen wir einfach nur, als würden wir bergab gehen, das Gesäß einfach nach unten bringen, das Knie etwas nach vor, wie wenn wir absteigen würden, funktioniert genau gleich. Das kann durchaus anstrengend sein, wenn man genug Zusatzgewicht nimmt. Man kann das Ganze auch mit einer Langhantel machen. Diese Übung sollte man definitiv nicht zu schnell machen, also keine ruckartigen Bewegungen. Denn je explosiver wir etwas machen, desto weniger Muskulatur brauchen wir eigentlich, um während der Bewegung eine Stabilität zu erzeugen. Deshalb schön langsam, das macht das Ganze viel, viel anstrengender und somit auch wirkungsvoller. Und im Prinzip sind das die Kräftigungsübungen, die ihr jetzt mal am Anfang braucht. Ihr könnt natürlich auch noch ganz klassisch Kniebeuge machen, mit der Langhantel vielleicht hinten dran. Und mit der könnt ihr dann auch nochmal Kräftigung für den Oberschenkel machen. Aber die Übungen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die reichen im Prinzip aus, um genug Stabilität in den Oberschenkel und auch in den Unterschenkel zu bringen und vor allen Dingen auch in die Hüfte und ins Gesäß, sodass wir nicht nur stark sind, sondern auch stabil stehen und auch alle kleinen seitlichen Muskeln so arbeiten und vor allen Dingen die Sehnen so arbeiten langfristig, dass sie den Muskel stabil tragen können und auch ums Gelenk herum dementsprechend stabil funktionieren. Jetzt schaue ich mir mit euch noch ein paar Dehnübungen an, die ihr machen könnt, um flexibel und mobil zu sein. Denn Mobilität, das steht definitiv im Vordergrund, wenn es darum geht, Verletzungen zu vermeiden. Warum, das erkläre ich euch jetzt. So, Dehnübungen und Yoga-Übungen gibt es viele und oftmals fragt man sich, warum eigentlich das Ganze? Also es gibt mehrere Hintergründe, warum das ganz sinnvoll ist und warum es zum Beispiel auch Leistungssportler oftmals machen. Immer wenn wir irgendwo verkürzt sind und unsere Bänder unflexibel sind, unsere Muskulatur verklebt und unsere Faszien Probleme machen, immer dann werden wir unflexibel und auch alle Sehnen, die um ein Gelenk herum verlaufen, werden ebenfalls unflexibel und sind auf deutlich mehr Spannung, als sie sein müssten. Und diese Spannung, die führt langfristig dazu, dass entweder die Sehne übermäßig gereizt wird oder dass vor allen Dingen die Strukturen, die dazwischen liegen, Knochen, Knorpel etc., sich an diesen Druck anpassen und sich dann dementsprechend verschieben. Was auch passieren kann, was in meinem Fall passiert ist, dass die Sehnen so stark auf Spannung kommen, dass sie dann über das Gelenk zum Beispiel immer drüber schnappen und drüber rutschen, weil einfach der Druck so hoch ist, dass quasi bei einer gewissen Bewegung sich dann die Sehne den kürzesten Weg natürlich zum Ansatz sucht und da rutscht sie dann zum Beispiel übers Gelenk drüber. Und das alles führt langfristig zu Verletzungen, deswegen lohnt es sich, mobil und flexibel zu sein. Ohne Dehnen, ohne Mobilität, ohne Flexibilität geht es definitiv viel, viel schneller, dass man sich einmal verletzt. Um den seitlichen Oberschenkel bis zum Gesäß nach hinten zu dehnen, gibt es eine ganz, ganz großartige Übung, die mir mein Physiotherapeut gezeigt hat, die ich wirklich, wirklich toll finde. Die zeige ich euch jetzt. Macht die am besten jeden zweiten Tag. 2 Minuten halten, dann kurze Pause machen, nochmal 2 Minuten halten, auf beiden Seiten dann machen. Und dann seid ihr eigentlich über die Zeit einfach so schön flexibel. Das ist absolut genial. Ihr braucht leider dafür definitiv sehr starke Bauchmuskeln. Ihr müsst es selber für euch ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Ich zeige euch jetzt, warum das so ist. Dafür legen wir uns erstmal auf den Boden. Und in dem Fall nehme ich mir jetzt einfach dieses Knie und lege es hier unter das andere Bein drunter. Was ich dann mache, ist, ich schnappe mir den Fuß
mit der rechten Hand, also das linke Bein liegt unter dem rechten Bein, mit der rechten Hand greife ich jetzt an die Oberseite des Fußes zum Rist und schnapp mir den und ziehe das Bein hier an. Ihr seht, hier hebt sich's an. Je weiter ich anziehe, desto höher kommt das Bein. Exakt das wollen wir eben eigentlich nicht. Und was wir jetzt machen ist, wenn wir das Bein hier durchhängen lassen würden, spüren wir hier schon einen Zug. Vorderer Oberschenkel, seitlicher Oberschenkel. Da merkt man schon, oh, da ist irgendwie, da bewegt sich was. Da kommt was auf Zug, auf Spannung. Und genau diesen Zug wollen wir. Aber das hier ist noch nicht wirklich genug, denn diesen Zug, unter Anführungszeichen, den haben wir im Alltag auch ganz oft. Wir wollen natürlich darüber hinaus eine Dehnung provozieren. Und was wir dafür machen ist, wir ziehen den Oberschenkel hier ran und stellen das rechte Bein in diesem Fall auf das Knie so seitlich drauf. Und dadurch kommen wir hier, kriegen wir hier mehr Druck auf das Knie. Der Hebel, der wird sozusagen ausgeglichen dadurch durch den Druck, den wir mit dem rechten Bein verursachen. Und diese Position halten wir. Das Problem ist jetzt, und da kommen jetzt die Bauchmuskeln ins Spiel, wenn wir, weil wir Menschen irgendwo, unser Körper auch irgendwo doof ist und diesen Schmerz verhindern möchte, macht er dann einfach das hier. Er geht ins Hohlkreuz und durch das Hohlkreuz wird dieser Winkel, den wir hier so hätten, einfach quasi ausgeglichen. Und das müssen wir aktiv verhindern, wenn wir keinen zur Hilfe haben, indem wir die Bauchmuskeln fest anspannen und versuchen, den Bauch, den Rumpf auf den Boden fest drauf zu drücken. Das machen wir gleichzeitig mit der Halteübung. Und es kann sein, wenn man wirklich sehr schwach ausgeprägte Bauchmuskulatur hat, dass man das nicht so lange durchhält, aber einfach so lange machen, wie man es schafft. Dafür stellen wir also jetzt wieder den Fuß aufs Knie und spannen die Bauchmuskulatur fest an, drücken den Rumpf ordentlich auf den Boden, so fest es geht, sodass die Hand hier nicht mehr drunter passt, dass ich hier keinen Platz mehr habe. Und dann spüren wir auch schon, wie der Zug signifikant mehr wird, je mehr Spannung ich da reinbringe, je mehr ich versuche, hier die gerade Bauchmuskulatur auf den Boden zu ziehen, desto mehr Spannung spüre ich hier an der Hüfte entlang, aber auch am Oberschenkel entlang. Und genau diesen Zug wollen wir, denn damit erreichen wir einen Dehneffekt, eine Dehnung, und die soll uns dann langfristig dabei helfen, Verletzungen zu vermeiden. Und das halten wir jetzt einfach 2 Minuten oder solange man es eben auch aushält mit der Bauchmuskulatur. Wichtig ist, die Übung sauber auszuführen, nicht ins Hohlkreuz zu gehen, denn dann ist die Übung wertlos, dann habe ich hier keinen Zug mehr drauf, sondern wirklich anspannen. Und ihr seht, das Knie kommt gleich hoch, aber wir drücken es wieder runter mit dem rechten Bein und dann bleiben wir da einfach mal so. Das ist eine großartige Dehnübung, die ich zuvor nicht kannte, und die geht vor allen Dingen auf den Oberschenkel. Und jetzt kommen wir noch zu einer Dehnung, einer von vielen Dehnübungen, die es natürlich gibt, aber eine, die ich sehr, sehr gerne mache. Dafür braucht man entweder einen Stepper. Wer das nicht hat, ist kein Problem. Man kann sich auch, keine Ahnung, viermal Ende im Gelände zum Beispiel nehmen und übereinander stapeln. Gibt es natürlich im Alpen Academy Shop. Und oder ein anderes Buch, und dafür hole ich mir jetzt gleich mal ein Buch, damit ich euch das auch möglichst praxisnah zeigen kann. So, und weil es so schön passend ist, nehme ich mir hier jetzt, weil der ist Anatomie des Menschen, die 10. Auflage. Hier könnt ihr übrigens auch nachschauen und nachschlagen, wie die Fachbegriffe für alle Dehnungen lauten, für alle Sehnen und alle Muskelgruppen, die wir damit dann letztlich trainieren. Aber was machen wir mit dem Buch? Wir stellen uns mit einem Bein drauf. Ihr braucht etwas Abstand zum Boden, stellt euch mit dem Vorfuß aufs Buch drauf, haltet euch eventuell irgendwo an und lasst dann einfach mal den anderen Fuß in der Luft schweben. Und was wir jetzt langsam machen ist, wir senken die Ferse ab, immer weiter, immer weiter, immer weiter, gehen dabei nicht zu weit zurück, also wir können ruhig das andere Bein auch etwas weiter vorstellen, sodass der Schwerpunkt nicht zu weit nach hinten wandert, weil sonst würden wir einfach vom Buch wieder runterfallen. Und dann spüren wir hier entlang der Wade, hinten in der Kniekehle, hinterer Oberschenkel eine Dehnung. Je höher die Box ist oder das Buch, je dicker das Buch ist, desto mehr spüren wir hier. Schön einfach auch nur den Vorfuß drauf stehen lassen. Je mehr man das steigern möchte, desto mehr lehnt man sich einfach nach vor. Eine Alternativübung dazu wäre, die ist nicht so intensiv, die ist etwas einsteigerfreundlicher diesbezüglich.
Man stellt sich einfach gegen eine Wand, lehnt sich an und stellt dann und lehnt sich dann nach vor. Dadurch kommt man auf einen ähnlichen Zug. Man schafft es auch, dass man zwischen dem Rist und dem Schienbein einen Spitzenwinkel erzeugt und dadurch der Zug auf die Wade hinten in der Kniekehle entlang bis zum hinteren Oberschenkel entsteht. Ist aber nicht ganz so intensiv, wie wenn man das zum Beispiel von einer Box herunter macht und die Wade einfach hängen lässt. Das braucht vor allen Dingen dann nochmal mehr Stabilität entlang des Knies, was wieder dazu führt, dass, wie wir gerade eben gelernt haben, auch die Muskulatur mehr arbeiten muss. Eine letzte Dehnung zeige ich euch noch in aller Kürze. Dafür gehen wir auf die Knie, stellen hier ein Bein nach vor und schieben uns dann über dieses eine Bein nach vor. Wenn man das Ganze steigern möchte, kann man sich aufrichten. Dadurch wird hier der Winkel wieder etwas knapper und der Zug hier in der Leiste wird nochmal deutlich mehr. Also wir können uns hier auch nochmal aufrichten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen zeigen, die ich jetzt in der Physiotherapie oft nutze und die mir wirklich eine wahnsinnige Unterstützung bieten. Wenn euch solche Videos für andere Übungen vielleicht noch interessieren, reine Übungsvideos oder sowas, schreibt es gerne in die Kommentare, dann zeige ich euch gerne noch ein paar andere Sachen, die ich mache. Ich habe ein ganzes Buch voll damit. Insofern, da geht mir der Stoff definitiv nicht aus, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, ich kann nur für euch produzieren, weil ihr es möglich macht. Und deshalb findet ihr hier eingeblendet auch nochmal alle Informationen diesbezüglich. Ansonsten hoffe ich, dass ihr den Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, macht das gerne, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bergheil!